Gelernt habe ich in Istanbul bei Erfuat Edebili. Er war aus Erzurum. Das sind schon über 40 Jahre jetzt her. Nicht nur Lehrer, der war auch wie ein zweiter Vater. Da ich noch kleines Kind war, natürlich musste ich halben Tag in die Schule und dann Nachmittag musste ich dann bei ihm 2-3 Stunden, manchmal 4 Stunden arbeiten. Er war sehr frei, also ein neutraler Mensch, kann man sagen. Für mich selber ist immer der Frieden, innere Ruhe. Jeder Mensch sucht es. Durch Kunst öffnet man Türen, kann ich sagen. Frieden liegt innerlich bei den Menschen.